Christoph, aktuell wird ja in Russland gerade das Antisabotagegesetz verschärft. Und zwar mit drakonischen Strafen. Aber was genau steckt dahinter? Da gab es gestern im russischen Parlament die erste Lesung, und zwar, dass dieses, wie du richtig sagst, Sabotage- oder Antisabotagegesetz verschärft wird. Und zwar mit Haftstrafen zwischen 15, 20 bis hin zu lebenslänglich. Da haben also die Richter tatsächlich die absolute Variationsmöglichkeit. Und das Ganze hängt zusammen mit den Sabotageakten, die es gibt im ukrainisch-russischen Grenzbereich, zum Beispiel auf die russische Eisenbahn, oder auch auf Sabotageakte in den von Russland besetzten Gebieten, wie es hier ja heißt, befreiten Gebieten, wie zum Beispiel Melitopol, als da unlängst eine wichtige Brücke in die Luft gejagt wurde, wohl von ukrainischen Sabotagetrupps. Und das wohl für Russland prekärste ist, dass es auch in Moskau und um Moskau herum in der jüngsten Vergangenheit also äußerst dubiose Brände gegeben hat. So zum Beispiel hat hier in Chimki, in einem Vorort von Moskau, unlängst ein großer Baumarkt, ein Obi-Markt, gebrannt. Und dann zwei Tage später in einem anderen Vorort von Moskau, in Balachicha, ein weiterer Baumarkt und dann eine Kautschukfabrik in Tatarstan. Und da gibt es eben im Netz auch den Verdacht, dass das hier nicht irgendwie ein Kurzschluss war, der durch Bauarbeiten ausgelöst wurde, wie das die offizielle Lesart ist, sondern dass es sich dabei eben um Sabotageakte der Ukrainer gehandelt haben könnte. Und viele Menschen sind der Meinung, dass eben dieser Krieg auch in irgendeiner Form schon in Moskau angekommen ist, und zwar durch diese Sabotageakte. Und dem will man jetzt eben vorbeugen und deswegen diese drakonischen Strafen, die da jetzt in der Duma durch die erste Lesung sind, und alles andere ist Formsache. Dieses Gesetz wird verschärft und eben nicht nur für die Durchführung von Sabotageakten, sondern auch für die Beihilfe oder für den Aufruf zur Sabotage. Da ist also die ganze Palette abgedeckt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.